Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir haben in der letzten Folge wieder so einiges erlebt. Und ich muss mal eben schauen, weil es ist nicht mehr markiert. Doch, es ist noch als Quest markiert, aber so nicht mehr markiert. Durch dunkles Gras. Wir müssen zu Lorat. Da werde ich jetzt mal eben hinlaufen. Ich denke mal, das muss ich jetzt nicht rausschneiden, weil das... Loser Stein, sehr schön. Weil das jetzt nicht so weit entfernt ist. Allerdings habe ich jetzt schon wieder einen Tag nicht mehr gespielt und kenne meine eigene Steuerung nicht mehr. Ich hoffe, ich drücke jetzt hier die richtigen Tasten. Ich weiß nicht, warum das für mich so schwierig ist, das zu behalten, was ich drücken muss, wofür. Also die normalen Sachen weiß ich ja. Jetzt zum Beispiel hier das mit dem Einsammeln und so. Ich dachte gerade, die haben sich noch bewegt. Okay. Ich denke mal, die hat er dann schon mal getötet für uns. Was ist unser nächster Schritt? Irgendwo in diesem Paradies hat die Triune ihren alten Tempel zurückerobert. Leider können wir nicht einfach hineinspazieren. Elias hat Nachforschungen zu Schreinen von Mephisto, Baal und Diablo angestellt. Ja, nur die Gesegneten vermögen, den Pfad zu öffnen. Ja, aber ein Segen von den großen Übeln, das ist verdammt riskant. Wenn das der Schlüssel in den Tempel ist, gehe ich das Risiko ein. Baals Schrein ist in der Nähe. Damit fangen wir an. Okay, dann markiere ich mir den noch mal eben. Nein. Kannst du einfach da bleiben, wo ich drauf drücke? So. Ich weiß nicht, warum der uns jetzt hier so komisch führt. Okay, ich weiß auch, glaube ich, noch alle Knöpfe. Sehr schön. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht mehr so richtig, auf welchem Knopf jetzt hier das mit der Seuche lag. Doch, ich habe ihn gefunden. Also nicht mit der Seuche, mit dem Platzen der... Da ist doch einer. Da war einer. Mit dem Platzen der Leichen, das wollte ich sagen. So, da haben wir noch ein bisschen Gold. Heilen können wir uns ja im Moment nicht. Achso, da müssen wir sowieso hoch. Wo sind wir denn hier? Nein, ich werde erstmal mit ihm reden. Was ist die Triune? Sie verehren die Herrscher der Hölle. Zumindest taten sie das. Wenn die Triune hier mit Elias zusammenarbeitet, bedeutet das, dass sie sich Lilith verschrieben haben. Ja, aber sie ist ja auch sowas ähnliches wie die Höllentante. Wenn die Triune die großen Übel anbetet, warum haben sie sich dann Elias angeschlossen? Es ist alles eine Frage der Macht. Der alte Kult kniete vor den großen Übeln. Nicht viel mehr als Sklaven von Dämonen. Aber durch Elias, durch Lilith, können sie die Meister der Dämonen werden. Das denken sie zumindest. Warum sollte Elias Segen von den großen Übeln wollen? Sie sind seine Feinde. Die Segen sind nur ein Mittel zum Zweck. Elias braucht den Tempel, einen Ort dämonischer Macht, um Andariel zu beschwören. Ja, und eigentlich ist es ja auch eine blöde Frage, weil wir ja auch gerade erst gesagt haben, ist okay, wir nehmen den Segen auch an. Oh Moment, bevor wir hier vielleicht noch wegteleportiert werden, das nehmen wir noch eben mit. Baal, Herr der Zerstörung. Sein Einfluss hat jeden Krieg der Geschichte verursacht. Stets sucht er den Konflikt. Sprecht seinen wahren Namen. Torbalos. Torbalos. Geht es euch gut? Es geht mir gut.
Noch zwei Schreine. Diablo und dann Mephisto. Bleibt stark. Die sind hoffentlich praktischerweise alle hier in der Ecke. Das auf jeden Fall schon. Gut, sehr schön. Haben wir eigentlich alle? Ja, doch, wir haben alle. Gold, 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 Gold. Und da hoch. Boah, jetzt dachte ich gerade, das sind die Gegner. Sehr schön, Jungs. Da hinten ist noch einer. Er greift an. Das ist so geil. Das ist einfach nur geil. Ach ja. Da ist noch einer. Diablo. Herr des Schreckens. Jede Angst der Sterblichen, jeder Albtraum. Er ist der Keim all dessen. So war es schon immer. Sprecht seinen wahren Namen. Aldiabolos. Aldiabolos. Was passiert da eigentlich immer mit meinem kleinen süßen Wolf? Der wird doch auch flambiert. Das finde ich nicht gut. So, Gold ist auch immer gut. Da ist wieder die auserwählte Mutter. Geht voran, meine Sklaven. So nicht, so nicht. Ich mach immer ein bisschen mit dir. Das dauert ja sonst ewig. Oh, da ist wieder so ein großer. Oh, alte Taste. Aber solange die so geil einfach zu besiegen sind, ist das egal. Lauft, meine Freunde, lauft. Lauft aber bitte vor, weil ihr müsst tanken. Da rum. Ich weiß auch nicht, ob der Typ hier, dieser Lorat, ob der so wirklich mithilft. Also der ist zwar immer dabei und der ist immer am Kämpfen, aber ich weiß nicht, ob der so großen Schaden macht. Der letzte Schrein. Mephisto, der Herr des Hasses, Vater von Lilith, seid vorsichtig. Ihr Blut ist bereits Teil von euch. Ich komme damit zurecht. Seht ihr? Die Macht hier bringt euch bereits aus der Ruhe. Ich habe euch doch gesagt, dass ich damit zurechtkomme. Sagt mir, was ich sagen soll und sucht dann den Tempel. So sei es. Wenn ihr bereit seid, sprecht den Namen Dul Mephistos. Aber seid vorsichtig. Ja, kein Thema. Was war das denn gerade? Weil er weggelaufen ist, ist jetzt plötzlich auch meine Aktion hier zum Sprechen weggelaufen? Oder wie sehe ich das? Dul Mephistos. Ein feuriges Portal. Und ab geht's in die nächste Ebene, beziehungsweise nächsten Dungeon. Hallöchen, wir kennen uns doch. So sehen wir uns wieder.
Mephisto, ich weiß, wer ihr jetzt seid. Ja, aber das bedeutet nicht, dass wir einander nicht helfen können. Der sterbliche Elias will die Macht der großen Übel für seine eigenen Zwecke nutzen. Niemand ist sich noch seiner Stellung bewusst, was? Seine Einmischungen haben Echos der Vergangenheit in meine Zuflucht des Hasses geführt. Aber ihr und ich, wir können alles wieder ins Lot bringen. Sobald ihr diesem Reich Frieden gegeben habt, werde ich euch meinen Segen geben können. Ja, ich finde, das klingt nach einem fairen Angebot. Durchbrecht die Verteidigung der Barbaren. Was? Achso, das war ein Barbar. Ich dachte gerade, der Wolf hat was gesagt. Ah, ich liebe einfach diesen Skill. Zum einen kriegt man keinen Schaden und zum anderen macht man Leichen. Und wenn ich die nicht gerade für meine Kumpels hier brauche. Ich brauche nur Zeit. Macht ihn platt. Dafür lohnt es sich jetzt nicht mehr. Wenn ich die jetzt nicht gerade für meine Kumpels hier brauche, dann kann ich da so schön die Leichen platzen lassen. Ich finde das super. Haltet sie auf! Ich wollte gerade sagen, bevor ich den angreife, würde ich gerne ein bisschen Magika haben. Aber macht ihr mal, es könnte. Habt ihr gerade einen Boss umgebracht? Also zumindest stand das Bosszeichen da dran. Hallo? Gut gemacht. Ihr seid dazu geboren. Ich hätte nicht gedacht, dass ein großes Übel die Hilfe eines Sterblichen benötigt. Ja, ich hatte in den letzten Jahren Pech. In diesen Seelensteinchen gefangen, in die Hölle zurückgestoßen. Meine Essenz formt sich erst neu. Darum ist meine Macht begrenzt. Wir haben all unsere Höhen und Tiefen, nicht wahr? Ihr habt weitaus Schlimmeres verdient. Ich habe euch nur meine Hilfe angeboten. Und doch lohnt ihr es mir mit Hass. Wieso konzentriert ihr euren Zorn für den Moment nicht auf Lille? Ihr habt meinen Segen. Vernichtet sie. Rettet eure Welt. Mein kleiner Wolf. Aber es triggert mich ja immer noch so ein bisschen, dass man von jemandem die Stimme nimmt wie Dwayne The Rock Johnson und dann die einem großen Übel gibt. Aber sie passt unheimlich gut, das muss man auch dazu sagen. Wer waren diese Barbaren? Die Opfer meines Bruders Baal. Er legte lange vor eurer Zeit die Lande der Barbaren in Schutt und Asche. Ich wünschte, ich hätte es mit eigenen Augen sehen können. Ich hatte aber nichts damit zu tun. Elias hat das Gleichgewicht im Tempel der großen Übel gestört. Und diese Schatten der Vergangenheit gehören in Baals Reich, nicht meins. Aber ihr Hass ist mir willkommen. Das glaube ich ihm gerne. Herr des Hasses steht jetzt darunter. Ah, okay. So, was sollen wir denn jetzt machen? Ah, sprecht mit Lorat. Jetzt kommt was. Dann müssen wir da runter. Jungs, kommt mit. Wir haben ein neues Ziel. Achso, ja, ich habe ja noch nicht so viel eingesammelt. Macht ihr mal, ich sammle hier mal eben den Rest ein.
Runter müssen wir. So, damit das nicht so lange dauert hier, ne? Ja. Stoßen wir die Leiche mal um. Leider war nichts drin. Ich freue mich ja immer wieder, wenn ich den Leichen irgendetwas entnehmen kann. Leichenschändung sozusagen. Das heißt eigentlich ja nicht, aber nicht im Sinne des Begriffes. Da ist auch noch was. Gold. Wir brauchen jede Menge Gold. Und natürlich brauchen wir auch Eisenbrocken, weil wir möchten unsere Ausrüstung natürlich später auch noch ein bisschen verbessern. Na gut, wenn natürlich das Spiel vorbei ist, also sprich, die Story vorbei ist, dann ist ja das Spiel quasi vorbei. Hat der sich gerade hier geheilt? Hallo? Dann brauche ich da natürlich nicht allzu viel von. Aber vielleicht machen wir dann noch ein paar Dungeons oder so. Muss ich mal gucken, je nachdem, wie ich Lust und Laune habe. Ich habe den letzten Segen empfangen. Warum habt ihr so lange gebraucht? Hallo? Ich habe etwas beim Schrein gesehen. Einen Wolf. Es ist bekannt, dass Mephisto eine derartige Gestalt annimmt. Ich begegne ihm nicht zum ersten Mal. Was? Und das habt ihr mir verheimlicht? Wir alle haben unsere Geheimnisse. Nicht wahr, Horadrim? Dafür ist jetzt keine Zeit. Elias könnte schon mitten in seinem Ritual sein. Macht euch den Kopf frei, bevor wir weitergehen. Der Tempel der großen Bibel liegt direkt vor euch. Kein Problem, mein Kopf ist immer frei. gut, Quest abgeschlossen, sehr schön. Fähigkeiten, da würde ich gerne mal eben gucken. Wir haben nämlich einen Punkt. Dann machen wir noch mal... Ja, der Radius geht dann auf 15%, ne? Und der Schaden geht höher. Das wäre dann das Maximum, oder können wir da... Zur Dunkelheit-Fähigkeit 8% fügen verlangsamten... Achso, oder 8% mehr Schaden zu. Naja, gut, okay, aber das haben wir ja in dem Fall nicht. Anstatt zu explodieren, verströmen sie ein abscheuliches... Ja, aber ich hätte lieber, dass der Schaden direkt kommt. Haben wir hier noch irgendwas? Erhalte Dornen. Soll ja gut sein. Da könnten wir vielleicht auch nochmal drauf gehen. Blutnebel. Bewegungsgeschwindigkeit 20%. Was ist... Achso, die Heilung wird höher und die Abklingzeit wird geringer. Naja gut, eine Sekunde geringer. Könnte man aber vielleicht auch nochmal verbessern. Müsste ich mal gucken. Wenn wir nicht hier unten noch irgendwas haben, was uns besser gefällt. Weil wir können nämlich mittlerweile hier hin. Erhöht Schaden und Leben eures Golems. Ja, Golem. Ach so. Moment, Golem? Welche Stufe haben wir jetzt? 24? Ich meine, ab 25, hat man mir gesagt, kann ich dann endlich den Golem holen. Da brauche ich dann natürlich auch Punkte für. Beschwört eine Flutwelle aus Blut, die Schaden verursacht und Gegner zurückstößt. Das fände ich auch sehr, sehr geil. Ich glaube, das wird dann... das wird dann mein nächstes. Tiefer Graben und Toten. Nee, das ist so... Alle 5 Sekunden heilt die Heilung eures Skelettpriesters. Ich habe gar keinen Skelettpriester. Eure Skelettum zusätzlich 20%. Ja, aber das mit dem Golem, das werde ich auf jeden Fall mal im Auge behalten. Da sollte ich dann meine Punkte für ausgeben, weil das jetzt die Blutwelle, die müsste ich dann machen. Und ultimative Fähigkeiten. Wo stand das denn jetzt mit dem Golem? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber das mit dem Golem sollten wir auf jeden Fall auch... hier, genau. Erhöht Schaden und Leben eures Golems. Da müssten wir dann auf jeden Fall auch Punkte reinmachen. So, hier wird... Ah ja. Quest wird auf Stufe 25 freigeschaltet für die Golems. Sehr, sehr, sehr geil. Betretet mit Lorat den Tempel der großen Übel. Das ist hier oben. Da würde ich sagen, dass ich da auf jeden Fall nochmal eben hingehe. Oha, Moment, da war noch was. Das darf ich hier doch nicht liegen lassen.
Ich weiß immer noch nicht genau, wofür es ist, aber ich denke, dass es für Zaubertränke oder so ist. Ach, Zaubertränke, genau. Die kann ich damit Level 25 auch machen. Sehr schön. Oh, jetzt kommt doch nicht alle vereinzeln hier. Das ist ja doof. Da muss ich ja die ganze Magika aufbrauchen. Und ihr seid alle noch nicht da gewesen. So. Unten sind auch noch welche. Jungs, geht schon mal vor. Die werden uns angreifen. Helft natürlich gerne ein bisschen mit. Ist doch klar. Aber den Rest dürft ihr alleine machen. So. So, da müssen wir runterspringen. Nein, wir müssen hier runterspringen, Jungs. Lauf doch nicht immer irgendwo hin, wo ich nicht bin. So, dankeschön, dass ihr jetzt alle so schön gesammelt hier hingekommen seid. Das finde ich immer gut. Dann kann ich den nämlich einfach so reinknallen. Den Angriff. Sieht ja schon richtig geil aus, ne? Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ich meine, wir stehen hier mitten... Naja, mitten in der Hölle, wollte ich gerade schon gesagt haben. Aber so sieht es ja im Endeffekt auch aus. Hier überall Feuer und weiß ich nicht was. Achso, nee. Ich dachte gerade schon, ich kann jetzt hier der drücken. Der Weg wird frei gemacht. Guten Tag. Findet die Ritualstätte. Sah mir jetzt sehr noch eine Ritualstätte aus. Aber gut, die sind hier überall so verteilt, ne? Hm, noch keine Gegner. Das verbreitet vor allen Dingen. Das bereitet mir ein bisschen Kopfschmerzen, ehrlich gesagt. Weil das in der Regel heißt, dass gleich irgendwas Böses, Großes kommen wird. Eindringlinge! Ja! Wir sind da! Die habe ich ja fast vergessen. Das ist blöd. Ohne Scheiß jetzt. Gerade bei Bossen vergesse ich das auch meistens, dass ich die Leichen platzen lassen kann. Ich weiß nicht warum, weil ich das so selten bei den Normalos hier benutze. Hier sind aber sehr wenig Gegner. Das macht mich wirklich sehr, sehr, sehr stutzig. Oh, guten Tag. Was haben sie denn mit dir gemacht? Mit euch? Die haben irgendwie so ein... Ja, die haben irgendwie so eine perverse Fantasie mit nackten Menschen, habe ich so das Gefühl. Die sie mit Vorliebe gerne aufhängen anscheinend. Warte. Hört ihr das? Ja. Tschüss. Ist ja noch da. Ich dachte, der wäre tot. Oh. Ah. Es tut mir leid, liebe Leute. Ich mache noch mal so ein bisschen... So. Ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich dadurch geheilt werden. Keine Ahnung. Aber ich meine immer, die werden dadurch ein bisschen geheilt. Ich habe mich gerade richtig... Nicht direkt erschrocken, aber... Doch, ich habe mich erschrocken, dass der noch nicht tot war. Das schon. Nimm das ganze Zeug auf. Vorräte können wir auch nochmal nehmen. Da geht es noch weiter hoch, ne? Moment, hier Kammer, da wird nichts drin sein, oder? Aber da oben komme ich schon wieder. Sogar ein Dämonenherz habe ich bekommen. Sehr schön. Warum schreit ihr denn immer so? Aber ich glaube, ich schreie immer so, oder? Du sollst das Schild nehmen und nicht hier wahllos in der Gegend rumballern. So, die Vorräte, die bringen uns nicht allzu viel, weil die meistens hier Heilung bringen.
Da war irgendwas eklig Grünes dabei, glaube ich. Ich weiß nicht, ob mich da irgendwas angekotzt hat oder so. Da hinten ist was, Jungs. Weißt du, wenn die einfach mal vorher angreifen würden, ne? Das wäre dann viel einfacher. Oh, schöne Statue. Zwar vom Bösen, aber trotzdem. Aha. So, Moment, da ist noch ein Behälter. Da ist wieder dieses grüne Zeug drin gewesen. Habe ich das jetzt eingesammelt oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Lass mich in Ruhe meine Sachen einsammeln hier. Oh. Da ist ein Besudelter. Steinig ihn. Ja, toll. Ist er tot? Ja, aber er platzt irgendwie noch. Noch einer? Nee, ein Verschlinger. Verschlinger ist was anderes. Und eine verjüngerte Mutter. So, Moment, jetzt weiß ich gar nicht. Ich wusste ja vorher nicht, wo wir hin müssen. Kommt mal rein. So ist brav. So, warte mal. Nach oben. Ich vermute mal, dass wir nach unten müssen. Wahrscheinlich werden wir dann hier gleich mit dem anderen zusammen sein. Was ist das? Ich hab's nie ausprobiert, aber ich glaube, die machen mir selber keinen Schaden, ne, wenn die Dinge aufplatzen, die Leichen. Oh. Kommt der jetzt schon wieder her? Ja, aber so laufen wir wieder zurück. Da müssen wir doch nach oben, glaube ich. Mir fehlt die nötige Essenz. Ja, ist ja gut. Das ist alles so grünlich hier. Das sieht so nach Gift irgendwie aus. Ja, das war jetzt ein Satz mit X. Wir hätten doch lieber oben rumgemusst. Aber gut. Ich wollte nur mal gucken, ob es hier vielleicht noch eine Truhe gab. Aber Gesundheit. Ich vergesse den Skill immer. War doch gerade noch was, meine ich doch. Das nehmen wir doch mit. Jungs, das können wir doch nicht liegen lassen. So, da ist nix. Guten Tag. Partysprengung im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also Sprengung im wahrsten Sinne des Wortes. Da unten ist unser Ziel. Unser Zwischenziel, so wie es aussieht. Wie, Lorat folgt uns nicht mehr. Wo ist er denn? Ist einfach abgehauen. Wie Sau. Wir kommen zu spät. Das Ritual hat bereits begonnen. Ich werde mich selbst um Elias kümmern. Bleibt im Schatten.
habe euch vor diesem Weg gewarnt. Lord. Habt. Jungs, würde ich sagen. Mit Gebrüll. Ja, ich bin immer noch ein bisschen fasziniert von der Szene. Komm, lasst uns reingehen, Leute. Der da. Den dürft ihr euch kümmern. Ich habe kaum noch Essenz. Nein, 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 nein. Du solltest ausweichen, Mann. Ja, jetzt kannst du es, oder was? Ich brauche mehr Zeit. Ja, ich mache es. Du brauchst doch mehr von deinen Freunden. Lasst uns die Gegner platt machen. Na, jetzt, wo ich den angreife, ne? Ist klar. Ich habe keine Essenz mehr. Egal, was ich drücke, sobald ich was drücke, ist er bei mir. Schon wieder! Ich drücke was, um die wieder zurückzuholen. Zack, ist er direkt bei mir. Egal, was ich drücke. Das ist Wahnsinn. Nein, mein Freund so nicht. Schon wieder was gedrückt. Ich habe ihn gerade angegriffen und schon wieder ist er bei mir. Das ist doch nicht normal. Ich bin ausgewichen. Schon wieder ist er bei mir. Das ist wirklich... Der ist Wahnsinn, echt. Okay, jetzt habe ich ausnahmsweise mal nichts gedrückt. Boah. Das ist, wenn man ausweicht, ist er direkt bei... Also er hat, braucht auch keine Sekunde, um zu einem rüberzukommen. Ne? Er ist direkt da. Das hat mich ja am meisten gerade fasziniert. Wenn man gerade zum Angriff eine Taste drückt, genau in dem Moment, als ob der das abpasst, ist er direkt bei mir. Das ist Wahnsinn. Also, ja, wir sprechen mal eben mit der mysteriösen Frau. Moment, wo ist sie denn? Nee, Moment, da. Hallöchen. Oh, was ist geschehen? Es fühlt sich an, als ob Feuer über meine Haut kriecht. Oh. Ihr wurde tätowiert. Ein Ritual. Ich höre etwas. Eine Stimme in meinem Kopf. Andariel. Zwischen euch und ihr wurde eine Verbindung hergestellt. Wer seid ihr? Taisa. Wer seid ihr? Ich bin Lorath. Einer der Horadrim. Horadrim? Wie Elias? Wenn er das gesagt hat, hat er gelogen. Ich war gekommen, um ihn zu töten. Ich dachte, ich hätte es auch geschafft, doch als ich wegsah, war er verschwunden. Wenn er überlebt hat, muss er in seine Zuflucht geflohen sein. Zuflucht? Er hat einen Palast. Irgendwo in der Wüste im östlichen Kirgistan.
Aber mehr weiß ich nicht. Wie finden wir den Palast? Wir sollten nach Tazara gehen. Die Menschen dort kennen die Wüsten Kedjistans gut. Vielleicht hat jemand von diesem Palast gehört. Ich begleite euch. Ich weiß zwar nicht, ob ich in diesem Zustand eine große Hilfe bin, aber ich verdanke euch mein Leben. Ihr seid uns nicht schuldig, aber ihr könnt uns gerne begleiten. Auch ihr verdient Vergeltung. Ja, Vergeltung wäre auch eine schöne Überleitung. Trefft euch mit Lorat und Taisa in Tarsarak. Das markieren wir uns auch mal eben ganz schnell. Ach du Scheiße, wie groß ist bitte diese Karte hier noch? Eieieiei. Also, ich würde sagen, das ist nur ein Aussichtspunkt. Ich würde sagen, ich suche mir mal die nächste Stadt. Nächste ist gut, haha. Wo ich wirklich alles drin hatte. Genau, die hier ist gut. Und dann werde ich da jetzt erstmal hinreisen. Und ja, werde dann doch die letzten zwei Folgen zusammenschneiden, weil das doch nicht so viel mehr war, was danach kam. Und wir werden uns dann am neuen Ort wieder treffen, ganz unten im Süden, wenn ich dann offline mal eben mein Inventar geleert habe und so weiter. Ich sag schon mal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.